Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Star Trek Timelines, unser wöchentliches Update. Und mit dabei ist auch wieder der Anno. Moin, moin. Nach einer Woche zurück. Abstinenz. Oh, ich musste mich mal erholen von unserer 7-Folgen-Aufnahme da. Das war ja hardcore. Nein, ich war Family Visiting sozusagen. Ja. Neues Keine Event, Geschäftsreise. Neues Glück. Keine Geschäftsreise. Egal. Galaxy Event ist now live. Und dazu gibt es ein tolles 25-Euro-Angebot. Ja, geil. Money, money, money. Ja. Dass einer von uns beiden genutzt hat. Ich wollte keinen Namen nennen. Du nennst keinen Namen, dann mache ich so, ich hab's nicht gekauft. Ja. Ach, guck mal einer an, da ist jemand VIP 12. Ich weiß auch nicht. Der Kreis schließt sich. Anno war's. Ja, genau. Ist es dieses Ding gewesen, was man doppelt kaufen konnte? Was so 12 Stunden für ein Cyber Week-Ding gab? Ja, genau. Ah, okay. Ja, nee. Was immer noch im Intro kommt, aber was man nicht mehr kaufen kann. Ja. Gucken Sie mal, was Sie verpasst haben. Nee. Aber bei mir hat sich's gut angeboten, weil ich halt jetzt genau auf 12 gekommen bin. Und damit mehr Crew-Kapazität. Guck mal, der Mathematiker hier. Jo. Mit exakten Zahlen. Jo, hat sich gut angeboten. Jo. Da habe ich gestern schön gelevelt und kann euch auch gleich mal den Event-Rang zeigen. Hat sich auch ganz gut gelohnt, weil aktuell ist ein Bau-Event online. Hm? Ich hab den Zwischenstand vorhin schon mal bei Discord gesehen. Nee. Basta King Kim. Schnell wie das Licht. Und ja. Mit dabei ist Jitsia. Honey Bear Dex. Klingt, schaut aus wie eine Medizinerin oder so. Das ist aus dieser, worauf Worf da hinten herkommt. Deep Space Nine James Bond Folge. Und sie spielt die Doktorin, die für den Bösewicht eine Weltvernichtungsmaschine baut, aber sich dann Hals über Kopf eigentlich in James Bond alias Julian Bajir verliebt. Okay. Und dann wieder, naja, das Übliche halt, ne? Und Worf ist der Bösewicht? Worf ist quasi so ein bisschen was so wie der Assistent des Bösewichts, sowas wie der Beißer oder wie, keine Ahnung, was gab's denn da noch der so Feinis? Nicht der Beißler. Der Beißer. Alles klar. Grüße. Auch an die Webcam. Ist lieb gemeint. Hologramm-Geologist. Die erfinden auch immer wieder was Neues. Was keiner braucht. Sachen, die man vorher nirgendwo gelesen hat. We're no geologist. Das kam bevor. Irgendwann kommt eine völlig neue Mission, Mission Nummer 8, wo nur diese ganz bisher völlig nirgendwo relevanten Eigenschaften benötigt werden. Davon hat sie ja einige, oder? Ich glaube, geologisch, romantisch, Zweifel und Trill braucht man irgendwo nie. Hologramm einmal, zweimal? Ja, ich glaube, als Doktor. Als Holo. Ein Hologramm als Holo. Ja, das kann gut sein. Ja, dann haben wir Dujon. Oh. Dujon. Wieder schön übersetzt. Nach einem Transporterunfall, als Worfs Abbild von der Holo-Suite benutzt wurden, bla bla bla. Ja, übrigens eine Folge bei Deep Space Nine. Ach, wirklich? Wie weit bist du noch jetzt? Ich hab nachgeguckt, ich hab ein bisschen was aufgeholt. Ja. Nee, ich bin bei 10 oder so. Oh. Ja. Der Herr macht sich. Ja, weiter so, gefällt mir. Weiter so. Ja. Ja. Chaka. Geht voran, aber ja, ist noch so manchmal noch ein bisschen eine Qual.
Aber vielleicht kommt das noch, dass sich Charaktere ändern oder dann anders spielen. Ja, definitiv. Bashir, Kira. Kira gewaltig. Okay. Begier, finde ich, rückt so, rückt ab einer gewissen Staffel so ein bisschen in den Hintergrund. Sympathisch. Oh! Ja. Naja. Dieser Stelle. Was? Kein weiteres Kommentar an dieser Stelle. Also. Ja, wie weit bist denn du jetzt mit deinem Crafting? Im Eventel. Eventel. Ja, da sind mal die Belohnungen. Also Dex, Worf und später kommt noch der Kim. Gimme, Chaotica Kim. Buster Kincaid Kim. Kim Kim Kim. Kim. Kim, Kim. Sternflotte Sag das 25. mal schnell hintereinander, liebe Leute. Held und kostümiert. Oh, Da kostümiert vermisse habe ich auch ich. schon. Irgendwie vermisse ich da auch sowas wie Hologramm. Ich meine, er ist real, aber es ist halt eine Hologramm-Welt. Ja, er ist ja kein Hologramm. Worf und Dex sind Hologramme. Vielleicht ist das der Unterschied dabei einfach. Er ist ein echter Mensch, während Worf und Dex, also diese anderen zwei, sind nicht die echten Menschen, sondern Holo-Abbilder. Okay. Dass die da Unterscheidungen machen. Ja, guck mal, wie feinspielig dieses Spiel ist. Okay, ich meine, ich mache einen Unterschied zwischen Halunke und Schurke. Ja, was? Halunke, Schurke und Gauner. Ja, stimmt, da gibt es glaube ich auch Ich warte noch auf die Einführung von Bösewicht. noch. Böser Bub. Yeah. Gut, vielleicht ist Schurke sowas eher so witzig gemeint, so wie Q. Hast du ein Haluke eigentlich auch. Ich hab sogar einen Q. was der so hat? Hast du den Captain? Ja, weil wenn man Q eingibt, findet man nicht. Logik. Halunke. Aluke, na den. Sowas, was quasi Späßchen macht, aber halt nie, keinen Schaden anrichtet, vielleicht. Vielleicht wie Chaotiker. Ist Chaotiker denn selbst drin eigentlich? Im Ja. Spiel? Ja, Oh. im zweiten Account habe ich ihn. Stimmt, warte. Warte, warte. Oh, nein. Da habe ich ihn nämlich witzigerweise gleich zweimal bekommen. Halunke. Die geht aber ab, wa? Und Schurke. Doppelt hält besser. Und auch noch brutal. Menschenskinners. Ja, da alles abgeräumt. Ich Bild finde schaut auch eigentlich schon. cool aus. Wobei ich Mensch eigentlich schon fast falsch finde. Er ist doch in der siebten Dimension. Sind da noch Menschen oder ist mir egal? Eigentlich nicht. Bei Mensch und Hologramm? Auch wieder so. Hä? Hey. Was können die eigentlich bei Ah, DB? eigentlich müssten die mal wieder ein Update machen. Oh Gott. Aber Ja, bitte nur willst du eins, wieder? wo man dann als Entschädigung wieder 2000 Kronen kriegt. Deletium. Ja. Wäre noch besser. Wir haben Ja, es total verkackt. Diesmal 2000 Deletium. bei deinem Paket war doch auch Dilithium bei, oder? Ja. Zeig gerade mal so die Belohnungen her. Jo. Ach, der hier ist schon Alle durch. abgeholt. Ja. Das Eventl ist wann gestartet? Ja. Nee, war das sogar einen Tag früher, Mittwoch, gestern. Ja, mich wundert es auch gerade. Wir haben heute ja Donnerstag, wir nehmen auch relativ früh auf. Ja, ich rutsch schon ein bisschen ab. Ah! 1100. Schnüff. Aber es war Ja, eh klar, dass da muss man wirklich viel investieren. Ja, sehr schön. Sehr schön. Picard so great. Und zu be sehen, dass Saffron Cochrane ist auch sehr interessant. Genau, bei der besten Liste waren wir gerade. Das Ja, heißt, warte mal. aktuell. Ich gebe nochmal in die Warte mal, beste ich Liste eben guck mal rein. ganz kurz nach Belohnung. Okay, aktuell wäre noch viermal Duchamp dabei.
ich das so halten kann. Aber ich denke, Ja, ich werde noch ist dann nur noch, wie abrutschen. lange durchhalten? Ja. Heute, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag? Montag. Na nee, wie lange läuft das noch? Ach so, also auf Phase 1 und 2, oh je. Das kann Ja. noch etwas dauern. Also ich denke, ich werde noch weiter abrutschen. Aber es gibt so ein Daily Achievement für zumindest in die Top 3000 kommen. Das könnte ich schaffen. Das da. Nimm ein eigenes Teil und verbessert deinen Rang. Dann gibt es 200.000 Geld. Für Ja, mich das ganz hat ab wichtig, du wirst dir denken, ach was. nee, Wie hab's auch das denn? letztens bei den oh, was denn? Fraktionen? Ich glaube bei den kann es bei den Q-Kämpfen gewesen sein? Echt? Gilt das da Dafür auch? Da war Geld? ich Nee, irgendwie nee. unter den ersten 100 und dafür habe ich irgendwie eine Auszeichnung bekommen. Achso, Aber ich ja, das kann sein. nicht über 4 Tage. Doch, Ich doch, schau mal das eben kann rein, wie das sein. Ding bei mir ist. Herausforderung, genau. Nimm an einer Herausforderung teil und verbessere deinen Rang bei mir. Ja, genau, Ich ja. war auch mal in der Top 100, jetzt gibt es als nächstes Top 10. Oder war ich mal Top Boah. 20? Nee, du musst gerade noch öfter gewesen sein, weil bei mir ist das nächste Top 75. Okay. Ja, dann schon ein bisschen was. Spielst du eigentlich noch irgendetwas anderes außer deiner in den letzten Monaten? Rennspiel. Yay. Und Titan Quest. Und ab und zu Stellaris, aber das ist mehr in den Hintergrund gerückt. Frisst halt so ein Schattendasein im Moment. Es ist irgendwie immer dieses. Man hat zwar Bock drauf, aber irgendwie ist es immer das leidige Projekt, was immer geschoben wird für die Aufnahmen. Ja. Jetzt passt es gerade doch. Ja, okay, wir schieben nächste Woche. Ja, nächste Woche. Ja, nächste Woche. Und irgendwie liegt jedes Mal zwischen den Aufnahmen liegen gefühlt 1,5 Monate. Wir dachten Zum Glück. damals noch, wir kommen nie in Zeitnot mit Stellaris, wir haben so viel Vorlauf. Nein, im Ja. Moment haben wir noch Vorlauf, aber Was sagen wir? es Seit wird auf Ende jeden 18 Fall waren weniger. 18, also. Du wolltest noch in der besten Liste irgendwas sagen? Achso, nee, okay. Da der Mich Erste. das rote X, ich dachte, das wäre irgendwie einer von uns. Ach so. Das wäre Das wäre jetzt schön gewesen, aber. jetzt geil, wenn du das wärst. Nee, oh Du Gott, hast ich ja hab. letztens auch irgendwas gesagt worden, du hast 2000 Kronitonen. Ja, durch eine Reise. Ja, Nicht und durch da hast Kopf. du nicht ins Event investiert? Nein, gar nichts. Ich mach bei diesem Event nur noch, quasi die ersten Dinger mit, bis Chronitonen und so ein paar Karten kommen, aber nicht mehr die Charaktere und so weiter, weil ich bin eh voll. Ja. Ich bin voll. Ich bin Ja. Level 6 Promille, nein. Und Kim ist Und jetzt nicht so das, was dir gefällt, oder? nee. Da gibt es noch diesen grünen Wurf, den man Voyager. da sammeln kann, den habe ich eh schon voll. Voll mit Blutwein. Und ja, lohnt sich irgendwie nicht für mich momentan. Ich will erstmal ein paar Charaktere durchkriegen, dass ich auch wieder Platz reinkriege, weil ich, ehrlich gesagt, ich habe es jetzt öfter gesagt, aber ich halte mich jetzt wirklich seit ungefähr 3 Wochen dran, dass ich nichts mehr kaufe. Und ich meine, du hast jetzt deine Kapazität auf 170 erhöht. Ich hänge da jetzt seit 3 Wochen an dieser 170 dran. Und ja, ehrlich gesagt, um jetzt nochmal wieder 10 mehr reinzukriegen. Ja, deswegen, du hast, ich glaube, wie viele Karten hast du jetzt? 30 Portalkarten? 15 Paketkram? 15. Ja, aber mal 2, oder? Nee, ich habe es 5. nur einmal gekauft, das Ach Paket. so, okay, verstehe. Da wollte ich keine nicht nochmal 25 Euro ausgeben. Ist das schon Dauert dann zu genug? spät, beschreibt sich. Ah, ich wollte halt echt mal auf VIP-12 kommen, wollte mal öfter replizieren, weil da dreimal ist doch recht wenig. Jetzt werden sich alle denken, was, dreimal, das ist wohl geil, aber. Das ist echt so ein Teufelskreis. Wenn es mal angeboten wird und mal so knapp davor ist, dann ist ja. Ist ja wie bei dir, oder? Du wolltest ja auch unbedingt auf, ich glaube, bei 10 war es bei dir. 10 war es und 11 wurde es nachher, ja. Ne? Wirst 10 auf 12? Schon sehr verlockend. Ja, aber wenn dann noch über die Monatskarten allzu viel ist es bei mir eh nicht mehr. Von daher, Ach ja. so, okay, dauert nicht mal so lang.
Okay. Ich denke mal vielleicht so im Februar oder so, also 3 Monatskarten noch oder so, und dann dürfte ich auch dann. Also Oder so ein paar 10-Euro-Angebote. auch nicht mehr, nein, nein. Okay. Ich habe mir jetzt Ja. letztens die, also was heißt letztens, diese Woche, weil sie im Online-Portal meines Vertrauens im Angebot war, die PlayStation 4 in Star Wars Style geholt für 299 Euro Okay. und musste dann feststellen, dass ich schon wesentlich mehr in dieses Spiel investiert habe, als eine Konsole wert ist. Dachte mir, wovon zehre ich jetzt vielleicht länger und was existiert vielleicht länger? Rechne es dir mal aus. Ja, Und zack, 100 Euro nochmal investiert in Timelines. Nein. Na, na, na. Ich meine, es war, also generell muss ich ja echt mal sagen, also selbst bei Star Trek Online habe ich nicht in dieser kurzen Zeit so viel Geld investiert wie jetzt hier. Ich meine, ich spiele es jetzt seit August, September, Oktober und jetzt haben wir gerade mal November, seit 4 Monaten. Und ich habe locker jeden Monat über 100 Euro in dieses Spiel reingesteckt. Das ist irgendwie. Ja, Nee, muss nicht sein, es muss nicht so weitergehen. ich glaube nicht, dass bei mir wirklich 100 Euro waren. Wie kann ich mir das nicht vorstellen? Oder vielleicht leugne ich es auch, aber. Ist aber so die ersten 2 Monate vielleicht nicht, aber dann der 3. Monat, also speziell der Oktober, wo ich glaube ich, was war es denn? Meine, ich spiele es auch länger als du, ein bisschen. Ja. Zumindest mal einen Monat länger. Ja, aber diesen 1 Monat, ich glaube, entweder, ich war wahrscheinlich von Ende September bis Mitte, Ende Oktober, habe ich wahrscheinlich über 200 reingesteckt. Zumindest war die letzte Visakartenabrechnung dementsprechend. Kommt immer so zum Monatsende. Und da war so eine ganze DIN A4-Seite mit Steam, 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 Steam. Also, ich habe mal ein wirkliches Spiel gekauft. Der Rest war dann irgendwas für hier. Ich weiß es, welches. Ja. Vielleicht ein neues Let's Play. Ja, Nein. aber psch. Ja, genau. Ihr dürft jetzt raten. Joa. Ja, Landwirtschaftssimulator 2018, nein. Kim? Guck mal, Kim. Ist das jetzt, wie hör mal, wer da hämmert? Guck mal, Kim. Die neue Sitcom. Was fällt dir auf zu Kim? Schwarz-Weiß, er ist 99, er ist 4 Sterne. Ja. Ja. Das wäre Okay. es eigentlich schon gewesen. Okay. Dachte er so, er ist 99? Der kam doch gerade erst gestern dazu. Ja gut, ich habe letztens deine Bilder gesehen, wo du da gezeigt hast, dass du irgendwie 300 Replikationsdinger hast. Bei Discord, wo ich mir auch schon dachte, hui. Ich habe gerade mal 100 irgendwas gesammelt bei dieser Reise, die über einen Tag lief. Tagesreise, ja. Ja. Aber ein bisschen was dauert's noch, also ich kann ihn noch nicht unsterblich machen, geil wirst. Ja, bist du, ich meine, du hast relativ viele jetzt da. Du hast den die Seven da, du hast den Phlox in der Nähe. Bei Q fehlt dir nur noch ein Sternchen-Item. Bei ihr leider zwei. Gorn habe ich auch raufgebracht. Ja. Chainway. Halt ein Sternchen nur. Und Ach echt nee. miese Werte für einen 4-Sterne-Charakter. Ja, vielleicht kommt das durch die Sterne noch hoch. Ja. Aber 181 ist wirklich mies. Das ist ja so gräuliches Niveau. Ja, wirklich.
327, aber das kriegt ein 3-Sterne-Held auch und das kriegt sogar ein 2-Sterne-Held hin. Ja, ja. Ach. Also der Kirk hat bei mir, glaube ich, die. Warte mal. Zack. 2-Sterne Kirk hat bei mir Command 327. Mhm. Also exakt dasselbe. Aber nur 71 bis 156. Na, ist echt etwas mies. Esri mit 3 von 4. Martok mit 3 von 4. Stamets 3 von 4. Und dann die, die schon auf unsterblich sind. Ja, sind echt schon ein paar. Ja, echt eine gute Crew. Vor allen Dingen hast du ganz viele Lila, ne, schon, ey. Ja. Das vorangegangen. Und jetzt auf meiner Reise habe ich den Phlox bekommen. 4 von 4 Sterne. Ah, okay. Das heißt, ich kann den unsterblich machen. Yay. Voll cool. Warte, warte. Klick, 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 klick. Die nachfolgenden Versendungen verzögern sich aufgrund von Training. Hast du den eigentlich auch schon? Ich glaube, ein Sterne-Handy von denen, ja. Okay. Die PvP-Werte verbessern sich ja danach nicht mehr, also müsstest du ja dann auch schon die auf diese Werte kriegen. Oh Gott, ich meine, also wenn er das Maximum rausholt mit 813, nimm ich. Ja, kein Problem. Muss ich wieder schreiben? Also. Echt schon eine nette, illustre Gruppe hier. Guck mal, Crusher könntest du zum Beispiel auch fertig machen, ne? Die Crusher? Ja, und den Proton Paris. Ja, stimmt, 4 von 4. Ja, und den Proxenilix. Oder den Vic Fontaine habe ich letztens gleich zweimal in einem Pack-Opening bekommen. Okay. Spoiler. Kommt das noch? Ja. Also doch auf Halde. Aber ich wollte jetzt nicht so viel Timelines-Videos raushauen. Letztes Mal haben wir wie lange aufgenommen? Haben wir auf 7 Folgen geschnitten oder so? Das, was wir an einem Tag aufgenommen haben? An zwei. Und dann wollte ich nicht nochmal was raushauen. Das kommt dann irgendwann. Also 14 Folgen Timelines an einem Tag aufnehmen, also so viel Stimmgewalt gibt meine Kehle da nicht her. Ja, das war echt heftig. 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 Ich glaube, Billy Jakob hat sich bei dir in den Kommentaren geschrieben, so, oh, es geht ja auch noch um Timelines oder irgendwas. Da musste ich lachen. Wobei, also, ich weiß auch nicht, dieses Format bietet sich halt einfach irgendwie an. Man hier trainiert ein bisschen im Hintergrund und im Vordergrund zappeln wir irgendwie über, weiß nicht, 50 bis 200 Themen. Ja. Der hält eine schöne Lavalampe da an der Hand, also. Das war der, mit dem ich das Bug-Video gemacht habe. Mhm. Ein schöner Bug, ich werde ihn jetzt nutzen. Danke, Disruptor Bean, dass du den für uns eingebaut hast. Ja, und nie wieder ausgebaut hast, wie ich dich kenne. Irgendwann müssten wir nochmal so ein Video, so 2 Jahre später. Dieselben Bugs. Oh, Makiche-Kote können wir auch noch unsterblich machen. Das klang gerade ein bisschen wie Moskito. Makiche-Kote. Ja, der niedliche Werte. 192. Ja, das ist ein Stern, ne? Mhm. Ja. Ey, ich weiß gar nicht, welche Marquis es überhaupt geben soll. Es gibt einige Missionen, wo man Marquis einsetzen soll. Mit speziellen Eigenschaften. Ich habe da keine Sau für. Also. Das ist gut, ey. Ach, tschüss, weg.